Willkommen zurück in der Welt von Hyrule. Link, der Held der letzten Episoden, hat nun auch den Eistempel erfolgreich bezwungen. Wird er es nun schaffen, in den Sumpftempel zu gelangen, um dort die Schrecken zu besiegen? Mehr dazu erfahren wir in dieser Folge. Legend of Zelda, A Link to the Past. Funk Royal Edition. Viel Spaß, schlechtestes Intro der Welt. Wir spielen weiter unser schönes Spiel mit unserem wuselflinken Superhelden. Und mir wurden durch meinen lieben User, Horst1998, ein weiteres Rätsel aufgegeben, was ich nun lösen muss. Denn ich soll in der dunklen Welt, zumindest soweit habe ich es verstanden, zum Dorf Kakariko gehen. Ja, das ist schon mal voll der falsche Weg. Zum Dorf Kakariko gehen und irgendwo dort in der Nähe von Toten oder als ein Toter getarnt, muss ich auf jeden Fall irgendwie irgendwas finden. Moment, wie komme ich denn hier jetzt wieder in die dunkle Welt? Klein Augenblick. Ich glaube, ich habe ein minimales Problem, weil wenn ich komme hier nicht weg. So, hier bin ich so. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Nein, warum gehe ich rein? Das ergibt noch weniger Sinn. Oh mein Gott, mein Gehirn schrumpft. Okay, gehen wir wieder raus. Oh, das war ein peinlicher Moment der Stelle. Ich muss jetzt irgendwie in die Dark World kommen, ohne dass ich hier bin, in der Nähe von den Schlumpis. Wo mache ich das? Wo mache ich das? Wie komme ich in die dunkle Welt ohne... Scheiße. Naja, dann gucken wir uns doch mal ein bisschen um. Eventuell finden wir durch Zufall irgendwo ein Portal zur dunklen Welt. Weil über den Weg da erreiche ich es derzeit nicht. Ihr könnt ja schon mal aber immerhin auf den Weg begeben nach Kakariko zum Dorf der noch lebenden Menschen hier auf dieser Seite. Aber wenn wir dann zur anderen Seite, zur dunklen Seite hinüberschreiten, sieht es arg aus. Okay, ich wusel nach links. Wie kann ich jetzt in die dunkle Welt kommen? Habe ich mir jetzt den Weg verbaut? Eigentlich nicht, das dürfte ja nicht möglich sein. Uiuiui. Okay. Das war nicht klug, Link. Das war nicht klug, Link. Wieso können mich denn bitte Pflanzenbüsche auf einmal zurückwerfen? Das war merkwürdig. Egal, wir gehen darauf nicht ein. Nun nach links, nach unten. Wir gehen nach unten einfach. Ich habe keine Ahnung, wie ich nun wieder in die dunkle Welt kommen soll. Irgendwie muss es ja einen kleinen, kaum übersehbaren Weg für die dunkle Welt geben. Aber ich bin zu blöd. Na gut. Ich weiß, dass es oben beim Berg sowas gab. Einmal oben beim Berg und ich hoffe eventuell hier irgendwo beim Dorf. Ich kann es allerdings nicht genau sagen, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Lasst uns doch ein wenig rumgucken in der Welt von Zelda. Oh ja, hier war genau der Mann, der sich mit seinem Bruder gestritten hatte, weswegen er die Wand verbarrikadiert hatte. Eine sehr, sehr gute Idee. Das haben wir schon gemacht, das haben wir schon gemacht. Bla 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 bla. Das ist uns relativ egal. Ich hoffe nur, dass ich hier ein Portal finde. Aber es sieht ehrlich gesagt nicht danach aus. Nein, wir finden hier kein Portal. Okay, gut. Gehen wir wieder raus. Kein Portal. Ich kann ja auch hier den Spiegel nicht benutzen. Ich möchte nur wissen, wo es hier Portale gibt in die dunkle Welt. Ich bin ein ziemlich schlechter Held. Ich muss ja irgendwie die Welt retten. Ich meine, gut, die Welt hier haben wir ja gerettet. Wir können jetzt eigentlich in der Welt bleiben und so tun, als wenn es die Dark World oder diese... Hallo? Mann, bin ich doof. Hallo? Ich werde immer doofer mit der Zeit. Wir können ja einfach so tun, als wenn es diese Dark World gar nicht gäbe und wir haben einfach... Yay, wir haben das geschafft. Die Welt hier ist doch gerettet. Was gibt's mehr zu tun? Wir haben alle Amulette und wir haben das Masterschwert. Ich glaube kaum, dass es hier ein Portal gibt. Ehrlich gesagt, nein. Wo sollte es hier ein Portal geben? Meine Fresse, habe ich schon mal irgendwo eins gesehen und einfach übersehen? Bin ich blöd? Bin ich komplett... Nein. Fuck! Das ist nicht gut. Portal in die dunkle Welt. Kann ich das hier bewegen irgendwie? Hab ja neue... Vielleicht machen die neuen Handschuhe irgendwas. Frontal anrempeln. Genau in der Mitte. Nee. Scheißspiel. Kacke. Ich habe keine Ahnung. Na gut, wir gucken mal vom Anfang des Spieles an. Das sind jetzt sehr spannende Folgen, also Hallöchen aller Leute, die Zelda lieben. Ich habe keine Ahnung, was ich hier spiele. Doch, habe ich eigentlich schon. Nur habe ich alles vergessen und es ist wieder komplett blind. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier?
warum war ich denn noch niemals hier? Was ist das denn? Okay. Hallöchen. Das sieht schön aus. So eine kleine Hühnerfarm. Gehen wir hier doch mal rein. Ja, da... Okay, gut. Wir fallen also durch. Ich dachte, sowas gibt's gar nicht. Hm. Also, ich dachte, sowas gibt's nicht. Was ist denn das für eine Aussage, Max? Du Glumpf. Fahren wir hier also nach unten. Okay. Mehrere Wege. Wir gehen nach oben, weil ich wette, der linke Weg versperrt uns dann da wieder die Tür. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. Okay. Hä? Was bist du denn? Wie kannst du es wagen, mich aus dem Schlaf zu reißen? Ich verfluche dich! Nein, bitte nicht! Ra, das schreit nach Rache! Mach dich auf was gefasst! Ra! Na, wie gefällt dir das? Bzzp. Oh, wir sind tot. Oder so. Nein. Was? Ra! Ach, jetzt siehst du, ab jetzt wird dir nur noch halb so viel Magie abgezogen! Oh ja, er hatte mich verflucht. Ganz arg, ganz schlimm. Nein, bitte lass dies. Dankeschön. Gut, nicht? Das freut dich, was? Nun dann, toi, toi, toi und mach's gut. Dankeschön, du tollstes Tier auf der ganzen Welt. Ich rufe dich einfach nochmal. Kacke. Ey, geil. Wir haben... Das ist ja toll, dass es sowas gibt. Finde ich super vom Spiel. Halber Magieverbrauch. Das heißt, oh, wie lange kann ich jetzt wohl in meinem Umhang bleiben? Mm. Das ist schön. Ich kann jetzt ganz lange unsichtbar bleiben. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Ich glaube ja. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Ist das der Schmied? Oh, der Schmied! Ein kleiner Zwerg. Erst wenn mein Kollege wieder auftaucht, können wir dein Schwert härten. Tut mir leid. Alles klar, wir müssen erstmal den Kollegen von ihm finden. Um mein Schwert zu härten. Heilige Scheiße, na gerne. Und da ist auch die Lavastelle. Wir gucken nur nochmal hier, weil ich glaube nämlich, dass es da rechts noch ein minimales Gängchen weiterging. Hier nehme ich und ja, ich will nur, dass ich alles sehe. So, jetzt aber bitte irgendwie die Dark World finden. Das bin ja schon mal sehr geil. Ich bin ja schon mal geil, ja. Ich gehe auch auf Musik voll geil. Ich finde es ja schon mal geil, dass ich das jetzt gefunden habe. Jetzt muss ich nur noch ein Portal in die dunkle Welt finden. Und wo... Wo mag dieses sein? Stimmt, ich wollte zum Schloss, ich dummes Schwein. Ja, ich reime mich in Grund und Boden. Ach, herrlich, ist das schön. Einfach mal ein bisschen die Flöte trillern. Ja, kleiner Vogel der Glückseligkeit, bitte flieg mich dahin. Das ist super. Ja, das war sogar richtig, danke. Ich glaube, irgendwo hier müsste es doch geben, ansonsten... Ja, ein gutes überlegendes Geräusch. Irgendwo hier ja dann so in der Nähe. Ja, geht weg, ihr Schwubbis. Oh, okay. Ich habe das Portal gefunden. Wie cool ist das denn? Okay, wir merken uns, wir gehen hier durch, um das Portal zu haben. Und jetzt wollte ich zum Dorf Kakariko, um den vermissten Bruder des Schmiedes zu finden, denn ich möchte dieses Spiel, wenn es denn für mich überhaupt möglich ist und in der, ja, also wenn es möglich ist einfach für mich, zu 100% schaffen und ohne, dass ich einmal sterbe. Und das auch noch so gut es geht blind, weil alles, was ich jetzt mache, nach den 3 Amuletten, ist so blind. Ich war noch nie so blind im Spiel, ist mir aufgefallen, das ist ganz grausam. Weil manchmal kennt man ja immer noch so Sachen aus Videos. Man kennt ja so, oh, bei Metroid weiß man zum Beispiel, wie man Kraid am besten besiegt und bla bla bla. Aber hier, nope. Keine Ahnung. Nun, hier weiter wuseln. Ganz schnell. Papa Zyklop von hinten eins über den Latz geben. So zumindest sah das aus. Ich liebe diese Rennschuhe. Meine Güte, sind die geil. Haha, Schweinchen blöd. Nun, hier nur noch nach unten wuseln. Ja, und wir sind im Totendorf, Kakariko. Ich gehe erstmal hier zum Totenschmied. Also, ich hoffe nicht, dass er tot ist, um ehrlich zu sein, weil es ist halt Mr. Schmied. Und Mr. Smith. Stimmt, Mr. Schmied. Cool. Wir gehen also zu Mr. Schmied. Und der wird uns dann sagen, Mr. Lincolnston. Totes Huhn! Achso, ja stimmt. Die Hühnchen sollte ich eventuell nicht angreifen. Nur gucken, ob es hier irgendwo ein Geheimnis gibt. Es können ja manchmal, also wir haben ja auch gesehen, dass es unter Büschen manchmal Höhlen gibt, aber das sieht mir absolut nicht danach aus. Die Supersteine hochheben.
Oh, ganz viele Pflöcke zum Hinunterschlagen. Und kann ich damit auch was machen? Habe ich irgendwann eine Axt? So ähnlich wie im Harvest Moon-Style? Ne. Aber ich möchte Das finde ich toll. Das macht Spaß. Ich mache hier das auf alle Teile rauf. Das macht mir Spaß bis übermorgen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, das Geräusch ist toll. Hört mal zu. Ich find's niedlich. Ich find's toll. Das ist komplette Zeitverschwendung. Was? Okay, es ist keine Zeitverschwendung. Wow. Okay, geil. Ja, na klar. Ach was, hör auf. Das ist geil. Wenn man Spaß hat in dem Spiel und man macht irgendwelche Sachen, findet man Sachen. Wie cool finde ich das denn? Ist das super toll. Boah. Boah, bin ich gerade glücklich. La 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 la. Jetzt macht das alles. Noch ein bisschen. Oh nein. Oh nein. Der arme Schmied. Finden wir wirklich gar nichts drin? Nope. Nope. Hier gibt es ansonsten nichts. Ich meine, wir haben ein Herzteil. Unterhalb des Dorfes von Kakariko. Bei Toten. Also ich muss auf jeden Fall, entweder ist er selber tot und ich muss irgendwas mit ihm machen, eventuell Pulver draufstreuen, oder in einem kargen Gebiet, wurde auch gesagt. Aber Moment, das Gebiet hier ist doch karg. Also wo wir eben, einmal nach links drehen, bitte. Link, dankeschön, Link. Und nun einmal angreifen, Link, dankeschön, Link. Oder im unteren Teil von dem Dorf hier, weil das hier ist auch ein karges Gebiet, wenn ich das so nennen kann. Ja, das kann ich so nennen. Nein, Max, das kannst du nicht so nennen. Dies ist das Dorf der Verbannten. Kein Zutritt für Leute ohne Rubine. Jawohl, ja. Ich möchte nur gucken, weil das ist auch karg. Also man könnte dies auch als karg bezeichnen. Und in der Nähe von Toten. Toten. Hier sind tote Hühnchen. Vielleicht meinte Horst die toten Hühnchen damit. Ja, gucken wir doch mal hier rein. Das sieht mir wenig danach aus. Nee. Oh, alles klar. Das war ein komischer Fehler. Oh, kann ich euch bewegen? Nein. Nein. Geht nicht. Dann, ich möchte die Hühnchen auch nicht töten. Und hier ist auch nichts drin. Ne. Dann gucken wir doch mal ein bisschen weiter, nämlich unterhalb des Dorfes und finden da eventuell etwas. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Ich kann nichts versprechen. Warum rede ich gerade so? Oh, bist du... Hallöchen. Na, bist du der Freund vom Schmied? Du siehst aus wie ein Großmaulbarsch. Quack, quack. Du siehst ja auch ganz normal aus. Du bist kein einfacher Junge. Quack, ich wohnte einst im Kakariko. Ich frage mich oft, wie es meinen Kollegen geht. Quack, bitte bring mich doch zu ihm, ja? Quack, bitte, ja, Quack. Frosch folgt uns. Frosch, das ist das erste Mal, dass ich mich freue, dass mir ein Frosch folgt, seitdem ich Chrono Trigger gespielt habe. Da habe ich mich auch die ersten 2 Sekunden gefreut. Oh, mir folgt ein Frosch. Und dann dachte ich mir, Chrono Trigger. Warum gehe ich eigentlich hier lang? Ich gehe komplett blöd. Ich muss nach unten. Ich glaube, ich muss ihn jetzt hier mal zu der Schmiede bringen. Und dort dann eventuell wird er sagen, oh nein, es ist alles kaputt. Hoffe ich eventuell. Hier ist deine alte Schmiede, mein Freund. Und ja, es interessiert dich nicht, die Bohne. Kann ich mich mit dir teleportieren? Jawohl! Geile Scheiße. Guck mal, wen ich mitgebracht habe. Na, das ist meine gute Sache. Du hast meinen Kollegen gefunden, vielen Dank. Du bist jederzeit willkommen, wenn du dein Schwert härten lassen willst. Ja, aber Sichi. Sichi? Wie rede ich denn? Stanni. Danke, vielen herzlichen Dank. Warum ist dazwischen so ein Absatz? Sieht aus wie ein Brief. Mit freundlichen Grüßen, Smudo. Ja, ich möchte meinen Schmerz gern herzen lassen. Ja, bitte. Okay, ihr arbeitet. Ja, also geht die Arbeit natürlich doppelt schnell. Ah, da bist du ja wieder. Du bist hier in der Schmiede immer gern gesehen. Können wir dir helfen? Schmiede mein Schmerz. Gut, hier ist ein Angebot. Schmieden 10 Rubine? Puh, was? Nur? Wie bitte? Was? 10. Also schmieden, jawohl. Alles klar, wir müssen dein Schwert nur eine Weile hier behalten. Was? Hä? Moment mal. Ich gehe dann mal. Ja, mein Lord. Okay, dann wir teleportieren uns einmal. Das heißt ja, Link to the Past. Was? Truhe. Das Schloss dieser Truhe ist von innen verschlossen. Nimm sie ungeöffnet mit.
Ja. Von innen? Was ist denn nun kaputt? Heilige Kacke, okay, ich geh jetzt nochmal zurück. Und die Truhe ist immer noch bei mir. Sehr geil, denn ich glaube, du kannst hier nicht hinein, solange ich an dir klebe. Ich weiß, wo ich sie hinbringen muss. Das wurde mir im Spiel sogar verraten, dass jemand geil auf Truhen ist. Und ich nehme an, dass es derjenige ist. Ich nehme es einfach mal an. Ja, dann bitte dahin. Na, das ist jetzt der... Wow, wo bin ich denn hier? Oh, so kommen wir in die Dark World. Dankeschön, aber... Oh nein, Truhe! Oh. Ist die Truhe jetzt noch bei mir oder nicht? Ich gehe einfach wieder hier hin. Nein, Truhe ist weg. Gut, wunderbar. Dann... Ich wusste nicht, dass die Truhe nicht runterspringen kann. Wer hätte das denn wissen können? Die Truhe kann reden, die Truhe kann alles, aber sie kann nicht runterspringen. So, jetzt also. Eventuell haben sie jetzt nämlich mein Schmerz schon fertig geschodelt. Hatten nicht reden können, Max. Gut. Eventuell haben die lieben Schmiede mein Schwert jetzt schon fertig geschwert. Eventuell haben die Schmiede mein Schwert fertig geschmiedet. Huiuiui, das hat gedauert. Ihr seid bestimmt fertig, nicht wahr? Hier hast du es, dein neu gehärtetes Schwert. Nimm es mal in die Hände und... Wow, geil. Ein Laserschwert. Dein Schwert ist stärker geworden. Spürst du seine enorme Kraft? Ja, na klar. Schwert Level 3. Wusch. Boah, ich hab das Magma-Schwert. Mein Schmerz. Supergeil. Okay. Das ist natürlich sehr schön. Jetzt in die andere Welt gehen, jetzt die Truhe nehmen, dann wieder in die andere Welt gehen, dann so rum und die Truhe ist nicht da. Und die Truhe ist nicht da. Okay, dann ist die Truhe vielleicht an dem Ort, wo ich sie zuletzt gelassen habe. Also aktivieren wir den Magieumhang, gehen dann wieder ins Menü, aktivieren den Zauberspiegel. Heilige Kacke. Benutzen jetzt die Ocarina, teleportieren uns da nach unten. Ja, müsste eigentlich richtig sein. Die Truhe ist nicht da. Fick dich, Spiel. Interessant, interessant, allerhand. Wie komme ich denn dann jetzt bitte dahin? Ich will die Truhe wieder haben. Irgendwie, es muss ja diese dumme Truhe geben. Also wieder auf nach Kakariko. Ja, machen wir einfach hier. Ich könnte jetzt schon zum Tempel Nummer 6 gehen. Anscheinend ist das der richtige Weg. Will ich aber noch nicht. So, was? Ich dachte, mein Schwert wäre stärker. Ja, ist es auch. Jetzt brauchen wir nur noch 2 Schläge für Gegner, wofür wir eigentlich 3 bräuchten. Also ist es eigentlich, könnte man sagen, doch schon an sich relativ viel stärker geworden. Genau, einmal jetzt bitte in die Dark World. Eventuell ist die Truhe jetzt da. Vielleicht kommt die nur manch... Da ist sie! Yay! Mein Lieblingsfrühchen. Das Schloss von dieser Truhe ist von innen versiegelt. Bla bla bla, wissen wir. Jetzt Zeitzone wechseln. Ist richtig, ja? Ihr müsst jetzt überlegen, nicht, dass ich dann wieder 5 Jahre lang nach der Truhe suche und schmachte und mich danach vergrabe und vergräme und dann den Kecher auswähle und mich frage, warum ich so dumm bin. Ich Hund. Die Truhe kann nicht springen. Behalte dies immer in Erinnerung, Max Royal. Wir möchten jetzt nämlich auf Platz Nummer 7. Sehr gut. Ich habe es hinbekommen. Truhe ist bei mir. Eventuell darf ich jetzt auch nicht getroffen werden, deswegen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, aber der Weg ist eh nicht weit. Hier lang nehme ich. Oh, wo, 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 wo. Eventuell darf ich nicht getroffen werden bei 500 Vögeln, die da oben nur auf mich warten. Ja, gut, okay. War ja einfacher als gedacht. Hier nehme ich. Ja! So, du weißt also, dass ich ein gesuchter Dieb bin, der Schlösser öffnet. Genau er, der Verrückte. Wie keiner. Na gut, dann öffne ich dir eben die Truhe, aber versprich mir, mich nicht zu verpfeifen. Abgemacht. Ich... Kacke, was soll ich nehmen? Scheiße. Ich verspreche es. Ja, werde ich eh. Ich meine, wir halten unser Versprechen eh. Wir spielen hier kein RPG, wo ich dann irgendwie zur Wache rennen kann und sagen kann, ja, übrigens, da gibt's den Dieb. Also wir versprechen es, na klar. Und, die Flasche, die letzte Flasche, eine magische Flasche. Darin kannst du Verschiedenes aufbewahren für später. Damit haben wir 4 Flaschen. Ich habe alle 4 Flaschen, ich Flasche. Geil. Das ist natürlich extrem edel. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. So, dann... Gehen wir jetzt rüber, nämlich in Nummer 6 rein, ändern die Zeitzone, weil A Link to the Past, ihr versteht, also wir ändern einfach nur unsere Dimension. Das klingt nicht gut. Oh, es ist wirklich ein Sumpf. Es ist wirklich ein Sumpf. Yeah.
Alles klar, wir gucken uns erstmal so den... Oh, Igitt. Wir gucken uns erstmal so den äußeren Sumpf hier so an. Gehen hier so vorsichtig lang. Oh, hier kann man gar nicht nach rechts gehen. Das ist interessant. Ich gucke erstmal mir immer gern die Wände an. Also immer so die Außenareale abchecken, bevor ich dann ins Innere hineingehe. Ist auch so, eine Pizza esse ich auch immer erst den Rand und dann das Innere. Also so ungefähr könnt ihr es euch vorstellen. Mit einem sehr schlechten Vergleich. Oh, kleiner Käfer. Hi, Kumpel. Kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen. Ja. Aber die Sache ist nicht ganz billig. 20 Rubine. Glaub mir, es lohnt sich. Ja, wir haben gerade, ja, wir haben eh kaum noch Geld. Also, komm, leg los. Danke, Kumpel. Also, man sagt, Monster im Sumpf produzieren das Unwetter nur so aus Spaß. Was? Wenn du die Luft mit einer größeren Macht bewegst, hört der Regen vielleicht auf. Hä? Die Luft bewegen mit einer Macht? Wie soll ich das machen? Okay. Die Luft bewegen mit einer Macht. Bin gespannt, ob ich da noch drauf komme, weil das ist ja auch schon quasi wieder ein kleines Rätsel. Gibt's hier auch Rubine? Ich möchte jetzt gerade lieber Rubine haben. Naja, aber immerhin, er hat uns was ziemlich Interessantes gesagt. Ich glaube, das ist dann auch die Lösung, um in den nächsten Tempel reinzukommen. Aber allerdings... Habe ich irgendetwas, um die Luft zu bewegen? Den Kecher? Wenn ich mein Schwert schnell schwinge, kann ich damit auch Luft zurückstoßen, wenn ich renne? Oh, okay, ich glaube, hier ist auch schon der Dungeon. Moment, ich teste nur mal. Sind wir dann wirklich im Dungeon? Jupp. Ja, wir sind im Dungeon, so ziemlich. Ja, gut, okay. Ich möchte allerdings das Wetter verändern, weil das klingt geil. Au, Pterodactylus. Okay, er macht mir nur noch 2 Schaden, aber immer noch wahnsinnig viel. Ich erinnere mich hier allerdings an was, wo ich nämlich eventuell hin muss jetzt. Ja, da nehme ich nicht gegenlaufen, sondern... Moment, wir kamen ungefähr hier rein... Und dann machen wir einfach mal hier auf gut Glück. Rechts von mir, da möchte ich hin. Wunderbar, wie komme ich da hin? Heilige Schnödelscheiße. Wie kommt man denn da hin? Das sieht nicht so aus, als wenn ich es irgendwie von hier aus machen könnte. Auf jeden Fall, ich bin mit meiner Annahme schon mal ganz richtig. Aber ich komme nicht von der Dark World aus dahin. Nein, ich muss offensichtlich in der Light World das machen. Oder ganz anders. Habe ich jetzt allerdings keine Ahnung, wie ich das machen soll. Moment. Gut, teleportieren wir uns zum Schloss und gehen mal wieder einen kleinen Weg. Ich liebe es, Geheimnisse zu entdecken und ich erforsche jetzt Zelda so gerne, so gut es geht, weil einfach dieses Spiel grandios ist und mir mit jeder Sekunde, und das kann ich nur noch immer wieder mehr sagen, immer und immer mehr gefällt. Also, der Knödelkönig schwingt sich nur nach unten und geht in das Schloss hinein, um damit einen lustigen Effekt zu erzeugen. Ritter, lasst mich in Ruhe. Ihr seid nur verflucht, ich will euch gar nicht töten. Aghanim hat euch verflucht, ihr könnt nichts dafür, ich lasse euch in Ruhe. So, sind wir jetzt also hier? Eventuell ist mein Gedankengang gut oder mein Gedankengang schlecht. Wir werden es gleich sehen. Ich meine, das ist ja offensichtlich, was ich machen will. Ich will jetzt nämlich in... Wenn ich mal die Karte anzeigen lassen könnte. Ich will jetzt hier nach unten gehen und dann sehen wir nämlich dort links... Geht es nämlich noch weiter. Ah, ja, 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 ja. Ich glaube, da ist richtig. Wenn ich da hingehe und mich dann rüber teleportiere in eine andere Welt, also in die andere Dimension, in die Outer Realm Welt, ne? Sag ich jetzt mal so wie ein kleiner Bauerntölpel, der einen Gegner reinrennen kann. Gut, dann nehmen wir doch mal lieber den Hammer, weil das macht ein bisschen mehr Spaß. Plopsch, plopsch, plopsch. Macht das Spaß, ist das schön. Ja. Sehr gut, Max. So spielt man nicht. Ich frag mich, was ist das für ein Gegner? Ein kleiner Oktoblock. Aber da gibt... Nein, nicht... Oh Gott, nur meine Bomben. Dankeschön. Nicht mein Schild essen. Ich habe keinen Bock darauf, dass der mein Schild frisst. Okay. Ja, weiterspielen. Entschuldigung. Falsche Taste. Ich bin hier und ich bin falsch. Pff. Dumm Royal geht Falschweg lang. Gut, Max. Und läuft auch noch gegen Wand. Boah. Und läuft gegen nächste Wand, weil er sich die Hand an den Kopf gehalten hat. Gut. Ein bisschen mehr Zeitverschwendung kann ja nie schaden. Mensch, wir werden ja auch nicht älter, sondern nur jünger in unserer Generation anscheinend. Ah. Gut. Dann zur Abwechslung mal. Hey, den richtigen Weg. Wo sind wir denn hier? Natürlich, hier waren wir schon mal. Hier war Dungeon Nummer 2 der dunklen Welt, glaube ich. Wenn ich richtig liege. Oder mich halbwegs richtig erinnere. Und hier waren wir noch nie. Das
ist, glaube ich, dann sogar... Das hier sieht zu komisch aus, dieses Feld. Im Ernst. Also... Spieglein, Spieglein an der Wand, teleportiere mich in ein anderes Land. Ach, deswegen. Gut, wissen wir immerhin, da gibt es einen dunklen Teleporter. Gut, also was heißt dunkler Teleporter? Hier gibt es einen Teleporter. Alles klar. Das war noch nicht das Rätsels Lösung. Hier rüber bitte. Im Wasser kann ich, glaube ich, den Spiegel auch nicht benutzen. Das werde ich auch gar nicht erst probieren. Guck mich hier erstmal um. Was finden wir denn hier noch so an Sachen? Ach, hier war der Dungeon, nicht wahr? Da war er? War er hier wirklich? Ja, tatsächlich, da war er wirklich. Alles klar. Dann muss ich jetzt nach links gehen. Aber ich gehe erstmal nach oben. Ich dachte, da hätte ich noch ein bisschen was gesehen, nämlich das hier. Jawohl. Ach nee, dadurch kommen wir jetzt zu dem Wald. Ja, ja, ja. Ja, genau. Da würden wir zu dem Wald kommen, da wo der Junge drin war, der uns die Ocarina quasi vermacht hat. Die wir ausbuddeln durften. Was wie lange gedauert hat? Tage? Sumpf des Bösen. Kein Eingang, kein Entkommen. Rrr. So muss das klingen. Das finde ich gut, da will ich hin. Kein Eingang, kein Entkommen. Stirb munter. Ich gucke jetzt hier überall drunter. Eventuell ist ja irgendwo noch ein kleiner Schatz versteckt, wenn wir viel Glück haben. Ich glaube allerdings nicht. Hallo? Okay. Nee, nö. Eine Bombe. Ich hab doch gesagt, irgendwo ist ein Schatz versteckt. Noch eine Bombe. Ich raste aus vor Glück. Aber ansonsten, hier wird hier nichts. Da gibt's nur Zyklopenpapa. Aber, aha. Ja. Es ist zu offensichtlich. Wunderschön. Wurde dadurch abgegrenzt. Wir stellen uns hier rauf. Ich bin nicht dumm. Ist das geil. Ich brauche das Buch, Mudora. Übersetze den Text, der hier steht. Na? Halte das Masterschwert hoch und du wirst das Feuermedaillon bekommen. Wow. 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 Jo. Alles klar. Das Feuermedaillon. Seine Magie ruft eine riesige Explosion hervor. Haben wir gesehen, Junge. Achte auf deine Magieanzeige. Und da wir jetzt uns in der Welt befinden, hole ich mir noch die andere Magie, die, glaube ich, sehr einfach zu erreichen ist gerade. Deswegen. Oh nein. Ich muss... Naja, gut. Nehmen wir es auf uns, Leute. Ich möchte es einfach jetzt schon haben. Achso, doch, wir sind... Ah, gut. Schon quasi weiter oben. Ich dachte, ich müsste den ganzen Weg begehen. Aber nein, wir sind ja schon fast da. Dauert also nicht lange. Welchen Weg gehen wir denn nochmal? Ich bin gerade ein bisschen blind und blöd. Ah! Ich gehe mal hier rein, lieber. Denn, stimmt, beim Berg auch noch gab es ja die eine Sache, wo ich... Ah, eventuell bin ich jetzt sogar in der Nähe von dem einen Stab, wovon mir der liebe Horst erzählt hat. Wovon mir der Horst erzählt, das klingt so komisch. Wovon mir der Horst erzählt hat, der Bauer da, der mit dem Milchbrötchen. Weil der hat es ja in der Rätselform geschrieben, dass es auch irgendwo an einem Ort, wo ich schon mal war, glaube ich, sowas gab. Oder auch nicht. Also, so ähnlich. Nee, das sieht mir nicht danach. Okay, wo bin ich denn? Hilfe! Hallo? Onkel? Okay. Ich bin im Kreis. Glau. Fan. Okay. Schön. Im Kreis. Oh Gott, ich hasse diese Steine, die Eckflummis. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass es eckige Flummis gibt, die total lustig sind. Genauso sind diese Steine. Die springen einfach in jede Richtung, wie sie wollen. Oh mein Gott, hau ab. Aber irgendwo hier, nehme ich an, gab es auch das andere Ding. Mann, was für eine gute Beschreibung von den Orten, wo du hin willst, Max. Irgendwo hier gab es nämlich, glaube ich, die Stelle mit den Stacheln, weil er meinte, in der Nähe des Himmels, also beim Himmellein, wir sind jetzt hier quasi beim Himmellein, gibt es irgendwas mit Stacheln im Boden, wo ich was machen muss. Und das sieht mir nicht danach aus, nein. Und hier habe ich, glaube ich, das Rätsel eh schon gelöst. Also gibt es das eventuell nur in der dunklen Welt. Denn wir gehen jetzt auch in die dunkle Welt. Geben uns nun hier hin. Flummi, Mann! Aber ich möchte nur die Magie haben. Jetzt nach links. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere... Ne, da oben ist es. Okay, wunderbar.
glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dann können wir einfach so zu dieser Steinplatte da gehen und haben dann die letzte Magie. Weil es gibt drei Magien. Da hatte mir Horst auch ein Rätsel geschrieben. Wunderbar. Das müsste dann die Luftmagie sein. Halte das Masterschwert hoch und du wirst das Luftmedaillon bekommen. Eventuell mit dem Luftmedaillon können wir in dem Sumpf, wow, das Wetter verändern. Wer weiß. Das wäre geil. Du kannst den Polarwind herbeirufen. Ja, ich beeinflusse die Atmosphäre und kann den Polarwind herbeirufen. Ich würde sagen, das ist genau das, was ich will. Heilige Scheiße, ich brauche Feen. Wo ist denn jetzt für mich die schnellste Stelle, um Feen zu erreichen? Muss ich jetzt erstmal überlegen. Ich glaube allerdings, ja, wenn das da mehr in der Nähe wäre, dann da. Ja, ich gehe hier hin. Leider habe ich nicht alles im Kopf, wo ich schon immer mal gewesen bin, deswegen muss ich das ein bisschen länger machen. Eventuell die Leute, die wissen, wo ich hin muss, schreien mich jetzt an und sagen, nein, der Depp, nein, ist der doof. Er hätte doch ganz einfach dahin gekonnt. Es tut mir leid, ich weiß das nicht. Ich spiele das Spiel blind. Ich bereue es aber keine Sekunde, dieses Spiel blind zu spielen, weil dieses Spiel einfach nur so zu erfahren, so wieder kennenzulernen, alles nochmal zu suchen, sich zu freuen über Sachen, ist viel mehr wert. Viel, viel mehr wert. Ich habe gerade mal 50 Rubine und die will ich nicht für dich opfern, liebe Fee. Bitte, liebe Bankiersfee, also die Fee der Bank. Die soll jetzt bitte nicht sauer sein auf mich. Yep. So. So. Und aufsammeln. Dankeschön. Och komm, eine halbe. Naja, gut. Lassen wir stecken. Dafür gehe ich hier nicht nochmal rein. Jetzt haben wir drei Feen und ich glaube noch einen Zaubertrank. Oder haben wir nur Feen aufgesammelt in den Flaschen? Ne, wir haben noch einen super Zaubertrank, der auch unser Leben heilt. Uns fehlen nur noch zwei Gegenstände. Ach ja, wir haben ja auch nur noch zwei Tempel vor uns, wenn ich richtig gucke. Ja, nicht in der Welt, Max. Nicht in der Welt. Ah, Ocarina ist ausgerüstet. Stimmt, wir haben noch... Aber uns fehlen noch vier Herzen. Das heißt, oh, mir fehlen noch ganz, ganz viele Herzteile. Das ist übel. Für 100% muss ich die haben, die Herzteile. Was brauche ich noch? Eventuell, es gibt noch eine Bombenerweiterung. Die brauche ich. Und ich brauche alle Bomben, alle Pfeile, also alle Upgrades mir kaufen. Und ich muss den geheimen Dungeon finden. Also den geheimen Ort, da wo ein... Na, ihr wisst, was ich meine. Den geheimen Ort. Ich werde mal gucken, ob ich das hier von irgendeiner Plattform jetzt aus machen muss. Die Atmosphärenkraft, sag ich schon mal, ne? Aber es sieht mir so aus, als wenn nein. Ja, Pitranau dort. Jetzt weg mit dir, gut. Ich denke einfach mal, dass ich es hier machen muss, ungefähr. Oder hier. Ah, oder da. Ja, gut, offensichtlicher geht es nicht. Sehr schön. Wow. Wow. Wir haben wunderschönes Wetter und nur bei schönem Wetter wachsen nämlich eklige, hässliche Totenkopfpflanzen aus dem Boden. Ja, freue ich mich doch immer aus dem Sommer, wenn da diese ekligen spinnenförmigen Köpfe aus dem Boden kommen. Lecker, lecker, lecker. Willkommen im Dungeon Nummer 6. Was ist das? Schleim an der Wand? Okay, und Schleim unter mir. Ja gut, es ist ein einziger Schleim-Dungeon. Gut, wir freuen uns auf Schleim, 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 Schleim. Euer Funk Royale, bis zum nächsten Mal. Over and out.